Hallo und wieder willkommen bei Machen wir's einfach. Unsere Baustelle ist immer noch am Laufen, aber Hunger haben wir trotzdem. Deswegen heute ein 2-in-1 Video. Wir machen einmal Butterreis. Ich habe es noch nie gemacht, vielleicht geht es völlig schief. Und als zweites machen wir uns Hähnchengeschnetzeltes dazu. Ihr seht hier schon alles, was wir brauchen. Reis, Reisnudeln. Ich glaube, die Griechen sagen Kritteraki dazu. Verbessert mich, wenn es nicht stimmt. Meine Gläser zum Abfüllen. Gesoffen wird nicht. Ich habe noch genug vom Wochenende. Ein bisschen Karotte, Paprika, Zwiebel. Hähnchen, Sahne, Gemüsebrühe, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß und Butter für den Butterreis. Denkt nicht lang drüber nach, ich verlinke es wieder unter in den Kommentaren. Kommen wir schon zum Geheimnis hinter den Gläsern. Damit messe ich ab. Hier habe ich ungefähr 200 Milliliter, hier 2 Zentiliter. So soll es funktionieren. Ich hoffe, das passt. Ich bringe es immer durcheinander. Meinen Reis nehme ich mir erstmal. Zwei Gläser ungefähr, das sollte reichen. Warum messe ich es in Gläsern ab? Weil es dann einfacher zu messen ist, die doppelte Menge Wasser zu nehmen. Also zwei Gläser hiervon, nehme ich mir 4 Stück mit Wasser. In diesem Fall dann aber Gemüsebrühe, weil ich ein bisschen mehr Geschmack reinbekommen möchte. Den Reis muss man vorher ordentlich waschen. Einfach mit kaltem Wasser ein bisschen durchspülen, ruhig mit der Hand reingreifen, dass die abgelagerte Stärke runtergeht. Später viel fluffiger, viel weicher zum Essen. Das sollte soweit passen. Ich hoffe, mein Sieb ist groß genug für die Spüle. Lasse ich ihn hier ein wenig abtropfen. Wichtig, ein Handtuch mit dabei haben, dass ihr euch schön die Pfoten sauber machen könnt. Dann messen wir gleich mal hier unser Wasser ab für die Gemüsebrühe. 1, 2, 3 und 4. Für die Menge mache ich mir jetzt mal 2 Löffel Gemüsebrühe rein, schön gehäuft. Einen gestrichenen Teelöffel Salz. Oh, wir kriegen Besuch. Als nächstes die Gemüsebrühe und das Salz ins Wasser einrühren, dass keine Klumpen mehr da sind. Besser geht das Ganze mit warmem Wasser, wenn ihr vorher schon was abkocht und so vorbereitet. Kalt mit ein bisschen mehr rühren löst sich aber auch auf. Außerdem haben wir noch ein bisschen Standzeit. Doch ganz passabel aus. Als nächstes nehme ich mir hier einen Esslöffel. Die Butter ist noch etwas hart. Butter und verlasse das im Topf. Hier machen wir uns dann die Kritteraki rein und braten die leicht an. Wenn die Butter leicht zerlassen ist, nehme ich jetzt hier von diesen Schottgläsern 2 Stück und gebe die mit rein und brate das vorsichtig an, dass es eine leichte Bräune bekommt. Und dabei ist es wichtig, ständig mit dem Löffel zu rühren. Klimpert jetzt schön auf eurer Aufnahme. Aber ich mache das Geräusch, also für mich ist es nicht sonderlich schlimm. Bisschen zu wenig Hitze und drehen wir ein bisschen auf. Ich will, dass es schäumt. Genau, schauen wir mal näher ran mit der Kamera. Und dann seht ihr hier, wie es außenrum schäumt. So möchten wir das haben. Jetzt wird hier gar nichts braun. Ihr bratet ewig und 3 Tage. Seht ihr im Topf langsam, wie die ersten Reisnudeln leicht braun werden. Es ist jetzt wichtig, immer weiter zu rühren, es nicht zu lange liegen zu lassen. Kurz mal ruhen, ja, aber nicht zu lange, nicht weggehen.
Und gleich kommt auch noch der Reis mit dem Braten da auch noch ein wenig an, bevor wir das Ganze löschen. Wenig daneben. Mal kurz anbraten lassen. Ablöschen mit unserer Gemüsebrühe. Seht ihr jetzt, die ist schön klumpenfrei, zischt einmal ordentlich. Einrühren, langsam vor sich hin köcheln lassen. Jetzt müsst ihr bloß immer darauf achten, dass sich der Reis nicht am Boden festbrennt. Ansonsten auf mittlere Hitze, da drehe ich jetzt ein wenig runter. Das Ganze köcheln lassen. So, meine lieben Hobbyköche, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber ich habe das Geschnipsel jetzt einfach mal im Zeitraffer durchlaufen lassen. Ich anschließend noch einen Termin habe, nachdem ich hier fertig gekocht habe. Das meiste ist eigentlich selbsterklärend. Zwiebeln klein schneiden, die Karotten raspeln, entweder mit einem Handraspel oder eben wie ich eine Küchenmaschine. Das Hähnchen klein schneiden zu Geschnetzelten und die Paprika würfeln. Jetzt machen wir das, was wir auch neulich mit den Bolognese-Nudeln gemacht haben. Wir schwitzen die Zwiebeln an. Dieses Mal nicht in Olivenöl, sondern ein wenig Butter. Ich hatte hier doch auch irgendwo mal einen Rührlöffel. Der wird den Job machen. Zwiebeln in die Butter einrühren, Pfanne auf mittlerer Hitze. Das darf nicht zu heiß sein, sonst werden euch die Zwiebeln schwarz. Jetzt bilden wir in der Pfanne dann ein wenig Segmente, weil ich alles ein bisschen anrösten möchte. Erstmal die Zwiebeln wieder mit unserer Süßkomponente. Ein bisschen brauner Zucker. Wäre mir fast ausgekommen. Ein klein wenig Salz. Werden wir später noch ein wenig nachlegen. Und Crema di Balsamico. Möchte meine Pfanne noch ein bisschen mehr Hitze haben? Ein bisschen kochen darf es ruhig. Lege ich mir hier einen Streifen Tomatenmark rein. Und schmeiße meine Paprika schon mal dahinter. Schon ganz ansehnlich aus. Immer mit der Ruhe das Ganze anbraten. In der Zwischenzeit kann ich schon ein bisschen Gemüsebrühe über die Paprika drüber geben. Bisschen was von meinem Knoblauchpulver. Dieses Mal ein bisschen sparsam. Ich möchte nicht, dass der Geschmack vom Knoblauch so überwiegt. Und ein wenig
Paprika edelsüß. Das geben wir hier in die Nähe von der Butter, dass es noch Röstaromen mitkommt. Das sind jetzt in ungefähr, wenn es nicht geschüttelt sind, 1 bis 1,5 Teelöffel. Gucken wir hier mal nach, was sich da tut. Ja, es wird langsam. Den Reis, falls ihr das bemerkt habt, der ist übrigens fast fertig. Ich habe ihn jetzt ausgestellt und lasse ihn mit geschlossenem Deckel noch dastehen und ein bisschen nachziehen. Es schaut ganz gut aus, sonst bekomme ich für meinen Reis immer nur Schimpfe. Aber dieses Mal scheint er mir geglückt zu sein. Vermenge ich hier mal mein ganzes Zeug. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr ein bisschen Show-Effekt in der Küche wollt, die Schwenkbewegung. Aber immer vorsichtig, dass ihr nicht alles wieder rausschmeißt. Und der Induktionsherd wird euch gleich wieder schimpfen, weil er keine Pfanne mehr erkennt. So, das lasse ich jetzt als untere Schicht drin. Drehe ein bisschen auf die Hitze. Jetzt brauche ich ein bisschen Gas fürs Hähnchen. Das sehe ich jetzt in diesen bereits angerösteten Gewürzen. Ein bisschen Gemüsesud, scharf anbraten. Ruhig, ruhig, noch ein wenig. Ein Probewurf. Ah, der will noch ein bisschen heißer werden. Probieren wir es nochmal. Ja, jetzt ist die Temperatur gut. Das ist das Zischen, was ich möchte, wenn ich es reinschmeiße. Nicht die Pfoten anbrennen beim Reingeben. Ist ein bisschen lauter, weil wir die Lüftung angemacht haben. Hier riecht es nicht, aber hier. Der Seite alles ein wenig lassen und das Hähnchen muss jetzt nochmal nachgewürzt werden. Ich muss nur schnell die Pfote waschen. Immer einen Handtuchgriff bereit haben. Habt ihr schon das System erkannt? Auf Gemüse kommt Gemüsebrühe und auf Hähnchen kommt dann Hähnchenbrühe. Steht aber auch schon wieder 1-2 Tage. Ist aber trotzdem noch gut. Wenn ihr Brühen verwendet, könnt ihr euch natürlich das Salz ein wenig sparen, weil in den Brühen schon Salz enthalten ist. Hier geht aber trotzdem noch ein wenig was nach. Und auch Paprika und Knoblauch mache ich mir noch ein wenig drauf. Reicht jetzt ungefähr ein gestrichener Teelöffel. Guck mal, nur eine Spur. Dann schauen wir doch mal nach, wie es hier mittlerweile aussieht. Schön. Schaut, dass das alles noch ein wenig voneinander getrennt haltet. Machen wir noch mal eine Runde Pfeffer drüber. Ihr wisst ja, ich mag am liebsten den frisch gemahlenen Pfeffer aus der Mühle. Schön damit eindecken. Das Gemüse auch ein wenig.
reicht. Das Hähnchen bekommt von mir auch noch mal einen Anstrich Balsamico-Creme. Und dann gebe ich meine Karotten drüber, die ich vorher gerieben habe. Und alles noch auf starker Hitze. Bisschen einkochen, anbrennen, das ist überhaupt nicht schlimm. Und auch wenn jetzt dann, ich versuche es euch mal zu zeigen, die Pfanne ist leider zu gut beschichtet, aber wenn ihr jetzt mit einer gusseisernen Pfanne arbeitet, hier sieht man es ein wenig, solche Stellen bekommt, das ist überhaupt nicht schlimm. Die lösen wir uns später mit dem Ablöschen mit Sahne raus. Die Karotten geben jetzt schon durch den Salz die erste Flüssigkeit ab. Das wird dann unsere Soße. Wir schaffen jetzt gleich hier auf der angebrannten Fläche ein wenig Luft. Sahne, 400 Milliliter, einmal hier auf die Fläche, wo es mir reingebrannt ist. Und einmal in mein Geschnetzeltes rein, dass es da auch noch ein bisschen was rauszieht von dem Eingebrannten. Mischen wir hier einmal durch. Das Schwarze, was jetzt hier rumschwimmt, das ist übrigens nicht das Angebrannte, das ist mein Pfeffer. Ich mir ordentlich was drauf gehaut habe. Wenn wir so weit sind, schalten wir zurück und lassen sich das Ganze noch mal ungefähr 10 Minuten einkochen. Wir sehen uns gleich mit dem Ergebnis wieder und dann habt ihr Hähnchengeschnetzeltes gemacht. Alles klar, wir haben es geschafft. Deckel runter vom Reis. Der sieht einigermaßen fluffig aus. Ich behaupte selber nicht so gut, wie Olga den macht. Ich zeige euch noch einen Trick. Nehmt euch eine Schüssel, wascht ihr einmal mit Wasser aus. Dann macht ihr da euren Reis rein. Leicht andrücken. Euren Teller zum Essen drauf und habt den schön portioniert. Das Geschnetzelte. Und dann außen rum. Und dann noch ein bisschen Grünzeug drauf und fertig wie im Restaurant.